Hoi Olivier, danke, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, danke, dass ich da sein kann. Ich bin Olivier Clement, bin momentan im vierten Lehrjahr da beim Fischer Werkzeugbau und mache eine Lehre als Kunststofftechnologe. Nebenbei habe ich eine grosse Leidenschaft, das ist das Volleyballspielen. Und warum hast du dich denn für die Lehre in der Kunststoffbranche entschieden? Also ich bin sehr viele verschiedene Berufe schnuppern. Auch jetzt sagen wir ein bisschen mehr Standardberufe wie KV oder Mediamatikerin. Und dann habe ich auch ein paar andere Sachen, Lebensmitteltechnologe, Chemielaborant und dann schlussendlich Kunststofftechnologe. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist, relativ lang rumzuhocken. Und als ich dann das erste Mal Kunststofftechnologe geschnuppert habe, hat es mir extrem gefallen gehabt. Auch so ein bisschen die Verbindung zwischen etwas mit den Händen machen, so arbeiten und trotzdem auch am Bildschirm, am Laptop mal etwas zu machen können. Da habe ich sehr eine gute Abwechslung gefunden und bin dann auch mehrmals schnuppern gegangen. Super, in dem Fall ist es ein sehr vielfältiger Job. Ja, extrem. Also, man hat wirklich jeden Tag eigentlich eine neue Aufgabe, sodass es extrem viele verschiedene Produkte gibt, die man herstellen kann. Hast du jeden Tag wirklich etwas Neues, ein neues Werkzeug, mit dem du schaffst, verschiedene Maschinen. Jetzt hast du mega viel erzählt, wieso du den Beruf ausgewählt hast. Aber wie sieht jetzt wirklich so ein Alltag aus als Kunststofftechnologe? Also ich starte relativ früh. Um 7 Uhr fange ich meistens an zu arbeiten. Dann haben wir eine Produktionsplanung, wo wir mit unserem Produktionsleiter, wir Lehrlinge halt dann noch mit unserem Lehrmeister, wenn wir absprechen, darauf sehe ich, was meine Aufgabe für den heutigen Tag ist. Dann haben wir dort so einen Plan, dann sehe ich, auf welcher Maschine ich eingeteilt worden bin, mit welchem Produkt. Und dann geht es sozusagen um den Umrüstungsprozess. Das heisst, vom einen Produkt, zum Beispiel angenommen, wir haben vorher Handypillen produziert und jetzt als nächstes würde irgendein PET-Deckel oder so etwas kommen. Das eine Werkzeug abspannen, das neue Produkt wieder auf die Maschine drauf tun. Dann alle dazugehörigen Daten einzulesen. Das wäre so die Arbeit meistens so um den Morgen bis Mittag herum. Dann die Maschine auch in Betrieb nehmen, das heisst das Produkt starten, bis dann wirklich mal das fertige Produkt, also jetzt ein PET-Deckel zum Beispiel, hätte. Und dann würde es auch noch darum gehen, das Ganze zu kontrollieren, also eine Freigabe für Seile machen, dass das dann in die Massenproduktion gehen könnte. Das heisst, du begleitest das Produkt wirklich von Anfang bis Schluss? Ja, genau. Jetzt eine andere Frage. Wie planst du denn deinen Tagesablauf, dass du Sport und Lehre kannst, alles zusammen unter einen Hut bringen? Also es ist eigentlich schon anfangs Lehre festgestanden, es wird eigentlich fast nicht funktionieren, wenn ich eine komplett normale Lehre machen will. Und jetzt dann habe ich einfach mal nachgefragt, ob das möglich ist, irgendetwas da zu machen in Richtung Sportlerlehre. Und der Betrieb war sehr offen dafür und die Vereinbarung war einfach, dass meine Leistungen trotzdem schulisch und auch im Betrieb stimmen. Ja, das heisst, du wirst mega unterstützt von deinem Ausbildungsbetrieb. Ja, sehr. Also, sonst wäre es wirklich nicht möglich. Auch mit den Trainingslagen, die wir zum Teil haben, oder längere Turniere. Ja, das glaube ich. Und was sind deine schönsten Erinnerungen, jetzt, wenn du die Lehre anschaust? Was sind deine schönsten Erinnerungen? Die Lehre sehe sicher, dass das geklappt hat wirklich mit der Sportlerlehre, wo man halt die Lehre selber bekommt, ist auch noch so ein bisschen Stein, der vom Herzen geht. So Steilprüfung, die wir noch abgeschlossen haben. Und wenn du jetzt das Volleyball anschaust, was sind dort deine schönsten Momente? Dort haben wir schon ziemlich viel Erfolg feiern. Also insgesamt bin ich 4-mal Schweizer Meister und 2-mal Vize-Schweizer Meister geworden. Merci vielmals, Olivier, für das Interview. Es war wirklich mega spannend. Möchtest du sonst noch etwas den Jungen sagen, ihnen etwas auf dem Weg mitgeben? So, sicher, eben, sind mutig, gehen viel schnuppern, auch in Richtung Kunststofftechnologie. Ich kann es extrem empfehlen, sich das Zeug anschauen, was einen wirklich interessiert. Und dann kommt es sicher gut.